billige Produkte aus dem Ausland. Wir sind hier, weil wir demonstrieren wollen gegen die Steuererhöhungen, ja, gegen die ungerechten Steuern, aber auch demonstrieren wollen für ein Umsteuern in der Agrarpolitik, so wie das in den letzten 5, 6, 7 Jahren gelaufen ist, also auch durchaus schon vor der Ampel, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Politik, die den bäuerlichen Berufsstand wieder in der Mitte der Gesellschaft platziert, die eine Existenzberechtigung unseres Berufsstandes anerkennt. Dass die Bundesregierung eine Steuererhöhung einseitig gegen die einzige Branche, die weitgehend klimaneutral arbeitet, nämlich die Landwirtschaft, wir nutzen ja die Sonnenenergie hauptsächlich, verkauft als Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Also das ist so abgrundverlogen, ja, und es ist natürlich auch ganz real ein ökonomischer Schlag gegen uns, der eben ja, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wir in der Bundesregierung sind den Bauern wegen des Kostendrucks entgegengekommen. Wir behalten einen wesentlichen Teil der jetzt diskutierten Subventionen bei. Die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Subvention für den Agrardiesel bauen wir schrittweise ab. So wird es fairer. Ganz können wir jedoch nicht darauf verzichten. Der Einspardruck, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, ist da. Wir mussten ad hoc große Milliardensummen einsparen.